schön am Ladogasee auf Renken und Co. Eine knappe Stunde war ich jetzt da und wenn wir mal eben kurz reinschauen, sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. 400 Silber mit einer kleinen Unterbrechung sogar auch noch dabei. Also kann man machen und ich zeige dir jetzt wo und wie. Also rennen wir mal los hier zum Spot. Ihr seht da hinten, da ist der Leuchtturm und grob in die Richtung wollen wir fast, denn wir biegen hier kurz vorher ab und dann geht es hier vorne schön an eine der wohl mittlerweile wichtigsten Stellen am Ladogasee, wenn es darum geht, auf Renken zu angeln. Ludoga-Renke, Ripus-Marene und so weiter, all das geht hier rein. Jetzt machen wir mal überall schnell den Bügel wieder auf. Und das gesamte Setup hier ist natürlich wieder mit Matchrouten. Man muss es nicht mit Matchrouten machen. Ich bin hier auf 11 Meter nur rausgeschmissen, also 11 Meter geklippt. Das kriegt man, glaube ich, auch so gerade noch easy hin mit einer Stippe. Und wenn es nur 10 Meter sind, klappt es auch immer noch ganz gut. Und man muss auch gar nicht so riesig groß reingehen. Wobei, naja, also es können hier auch mal so 3 Kilo Seeforellen reingehen. Und wenn die richtig Bock haben, dann ruppen die aber auch ordentlich an der Schnüre. Und dementsprechend sollte man vielleicht so mit ungefähr 5 Kilo plus hier reingehen. Ich bin jetzt hier gerade mit 7 Kilo Schnur unterwegs. Wie gerade schon gesagt, auf 11 Meter Clip. So, dann landet man genau da vorne, so in dem Bereich. Und ich hatte jetzt zuletzt den Clip einfach auch immer drin gelassen. Das heißt, man sieht jetzt hier, die Schnur ist auf Spannung. Hier, gucken wir mal eben, zack, genau der Effekt. Sobald der Fisch da ist, lässt die Spannung der Schnur nach. Und man sieht, dass die Schnur runterfällt. Das ist das Erste, was man dann halt eben sieht. Ich gehe das hier direkt nochmal rein. Also hier, 11 Meter, zack, locker auswerfen. Wir sehen hier sofort die Spannung. Und sobald der Fisch ankommt, sobald der Fisch das erste Mal rumzuppelt am Köder, lässt sofort oder öffnet sich sofort der Schnurclip und die Schnur fällt meist runter direkt. Und wir sehen, aha, da ist ein Fisch, also ist ein sehr, sehr gutes Anzeichen. Riesenvorteil ist, wenn wir mal unten rechts in die Ecke reingucken, da sehen wir ja gerade, dass der Wind von hinter uns kommt. Also aus Nordwest kommt gerade der Wind, hoppala. Und den haben wir schon verpasst und den auch. Und weil der halt von hinter uns kommt, pustet der uns ja theoretisch die ganze Zeit die Posen weg. Durch den Clip macht er das natürlich nicht mehr. Denn der Schnurclip ist drin, hält das Ganze hier schön straff und ja, so kann das gehen. Ne? So, jetzt machen wir hier aber mal eben wieder auf. Einmal, zweimal. So. Hier habe ich jetzt gerade eben nochmal angeschlagen, das heißt, der Schnurclip ist weg. Dementsprechend kurz wieder aufmachen hier den Bügel, damit wir hier eben auch schön agieren können. Von der Tiefe her bin ich jetzt gerade auf 1,50 Meter Tiefe unterwegs. Also das auch schon ein bisschen länger. Vorhin, wie gesagt, hier schon eine Wolchow-Renke dabei gewesen. Hier nochmal eine Wolchow-Renke. Eigentlich suche ich genau die Wolchow-Renken, weil die eben ja nicht nur super ergiebig sind, sondern eben auch selten. Und weil sie so selten sind, hätte ich sie halt gerne mal irgendwann. Genauso wie auch hier die Foxy-Renken, Ripus-Marenen, die habe ich schon abgeschlossen. Ludoga-Renke schon mehrfach abgeschlossen als Trophy. Übrigens auch Zwergmarenen, wenn ihr hier nicht mit Doppelköder agieren könnt. Zwergmarenen-Trophy hatte ich gestern Abend schon hier an der Stelle. Also das lübt ganz gut, wenn ihr mehr auf die Zwergmarenen-Trophy aus seid. Gleiche Stelle, gleiche Tiefe, auch wie gesagt 1,50 Meter und dann vielleicht eher mit einem Sechserhaken und nur mit einer Steinfliege. Sollte ganz gut funktionieren für die Zwergmarene. Und jetzt wie gesagt hier an der Stelle, ich werfe hier glaube ich gleich nochmal ein bisschen aus. Ja, jetzt haben wir natürlich gerade Mittagszeit, das heißt hier ist gerade ein bisschen Flaute. Selbst in der Nacht bis 12 Uhr hat das ganz gut funktioniert. So sieht das Setup aus. Das ist auch immer eine absolute Empfehlung vom gesamten Setup. Also angefangen von der Route Rebellion Match 420H.
absolutes Sahnestück. Sensationell. Genau, 41 Kilo Tragfähigkeit, also viel zu viel sozusagen, brauche ich fast nie, außer ich gehe damit mal auf Karpfen. Ansonsten das Wichtige, wie gesagt, das Wurfgewicht ist schon mal ganz praktisch. Und hier, das sind die ganz wichtigen Punkte, ne? Plus 5% aufs Posenangeln und dann auch noch Bonuswerte hier beim Matchangeln. Also die Matchmontage verwenden wir hier. Und ja, das Ganze hier gerade nur mit 7,8 Kilo Fluorocarbon komplett. Also relativ simpel, gar kein Vorfach verwenden, sondern die Hauptschnur ist schon Fluorocarbon. Alles richtig schön transparent. Einserhaken groß und hier können wir jetzt also ich sag mal, richtig schön variieren. Angefangen vielleicht von einem 10er-Haken, 8er-Haken durchaus, 6er-Haken. Dann Vierer, eigentlich komplett. Vom 10er bis zum 1er-Haken komplett alles durchspielen. Die gesamte Linie einmal durchtesten. Durchaus möglich, dass man einfach mal auch eine bessere Frequenz natürlich hinkriegt. Plus größere Fische. Ich hatte jetzt zum Schluss einfach nochmal alles umgestellt auf dem extrem großen, also dem 1er hier. Weil ja mein Ziel auch eher die Wolchow-Ränke ist. Und die ist eben schon ein bisschen größer. Und ja, es hat auch funktioniert, aber was man merkt, die Frequenz geht deutlich zurück. Angefangen habe ich mit einem 6er Haken. Wir gucken gerade nochmal in den Kescher rein. Das hier war anfangs der 6er Haken. Es waren vielleicht ein bisschen mehr Zwergmarinen dabei, die dann vielleicht ein bisschen schneller reingegangen sind. Es waren aber auch immer mal wieder ein paar Unmaßige dabei. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann ein bisschen umgewechselt. Ja, es sind trotz allem immer mal wieder unmaßige Fische dabei. Aber es schlitzen auch immer mal wieder ein paar Unmaßige aus. Letzten Endes, ja, ich weiß es nicht. Also ein 4er-Haken sollte wahrscheinlich ganz gut gehen. 6er-Haken funktioniert, wie gesagt, auch eigentlich ganz gut. Letzten Endes testet einfach selbst, was für euch am besten funktioniert. Wo ihr vielleicht auch am wenigsten Frust habt, wenn mal ein Anschlag nicht funktioniert. Das passiert halt hier häufiger, ne? Genau wie jetzt hier gerade. Also da war wahrscheinlich gerade eine Zwergmarine dran. Man hat das so leicht treiben sehen, die Pose. Ist aber nicht wirklich runtergegangen und dementsprechend, ja, ist da irgendwas Kleines dran, was es einfach nicht schafft, diesen großen Haken zu schlucken. Ja, eigentlich haben wir dann auch schon alles. Wie gesagt, 1,50 Meter Tiefe, Köderkombi, genau, die ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich mit dem Mistkäfer. Das hatte ich zuletzt gesehen, dass das ganz gut funktionieren soll. Ich würde sagen, es funktioniert, dass das jetzt irgendwie ganz gut und ganz besonders sein soll. Kann ich vielleicht noch gar nicht sagen. Da fehlen mir noch ein bisschen mehr Stunden an Erfahrung damit. Es funktioniert in der Kombination Steinfliege mit Mistkäfer. Mistkäfer alleine habe ich auch schon getestet. War nicht so ergiebig. Da waren dann vielleicht eher mal Döbel dran und sowas. Von daher ist es vielleicht eher wieder diese Kombination 1 plus 1 gleich 1,5. Also es gibt halt noch eine kleine Zusatzwirkung in dieser Doppelkombination. Also wenn man zwei gleiche oder zwei unterschiedliche Köder hat, gibt es halt nochmal so ein extra an Wirkung. Also irgendwo scheint das vielleicht noch ein bisschen zu wirken. Sonst klassische Kombination entweder Steinfliegenlarve oder Eintagsfliegenlarve. Das sind die beiden Klassiker und in dieser klassischen Kombination sollte das eben auch immer wieder funktionieren. Ja, es zuppelt und hier vorne wandern schon wieder die Zwergmarinen, die verscheuchen wir. Einmal kurz zuppeln, Bügel wieder aufmachen und wenn es dann da so richtig, guck mal hier, geht noch einer runter, auch nicht gehakt, zack, also auch wieder kurz anschlagen. Hier hat sich einer noch nicht ganz entschieden. Aber ich würde sagen, es geht jetzt so langsam wieder los in Richtung Nachmittagsstunden bis in die Abendstunden rein. Und dann, wie gesagt, bis 12 Uhr nachts geht das ganz gut. Ja, ich glaube auf der 3, ja, 3 war auch schon wieder was. Und es zubbelt und es zubbelt. Wenn euch das zu viel ist, mit dem ganzen Gezuppel, dann einfach nur auf 2 Routen oder auf 1 Route reduzieren und gut ist. Da würde ich dann allerdings tatsächlich mit etwas kleineren Haken reingehen, dass man auch eine etwas bessere Frequenz hat. So, ja, so sieht es aus. Wie gesagt, gönnt euch die Brocken. Ich glaube, so ganz viel kann man dazu auch gar nicht mehr sagen.
testen, testen, testen. Einziger Punkt noch, das vielleicht auch für euch nochmal zum Testen. Da sammeln wir auch gerade schon von allen Seiten Feedback. Hatte ich beim letzten Mal von dem Spot hier auch schon gesagt. Wenn ihr mal das Glück habt und ihr erwischt so einen Regenwettertag, da einfach auch nochmal testen, ob die Wolchow-Ränke vielleicht speziell bei Regen besser gibt. Es gibt beim Regen besser funktioniert. Es gibt zurzeit schon einiges an Feedback, dass das so sein soll. Aber je mehr Infos, desto besser. Also, wenn ihr auch das Gefühl habt, die Wolchow-Ränke geht bei Regen besser rein, einfach mal testen. Vielleicht auch unter das Video schreiben, ob das so funktioniert hat für euch oder nicht. Und dann rausziehen. Irgendwann werden wir doch die Wolchow-Ränke auch als Trophy abhaken können. So, also, dann rausgezogen, ihr Lümmels. Toi, 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 Petri an dem Spot. Und wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig. Bis dahin.